Der Toyota Aygo X ist hier. Ja, den kleinen Aygo kenne ich. Mein allererstes Fahrzeug oder das von meiner Frau war tatsächlich ein Toyota Aygo. Und wir hatten danach ganz viele Aygos. Gab ja Derivate von anderen Herstellern, war ja eine Co-Produktion. Ja, genau. Guten Morgen, Mike. Guten Morgen, Sven. Magst du mal dich mal reinsetzen, dass wir mal sehen, wie schön man da einsteigen kann? Selbstverständlich. Ist das jetzt ein SUV, weil der hat so einen hohen Einstieg? Es ist ein Crossover-SUV in der Tat. Ich wollte gerade schon sagen, wenn du die Vorgängermodelle ja schon kennst, ne, dann siehst du gleich, der Einstieg hier komplett bequem. Sitz recht hoch. Ich habe einen sehr, 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 sehr guten Überblick. Ja, Toyota, einer der größten Autohersteller der Welt und hier mit den Fahrzeugen, die immer mehr und mehr angeglichen werden, auch an die weltweiten Modelle. Das war ja früher nicht so. Es gab ja immer deutsche Modelle. Mittlerweile fahren die Amerikaner die gleichen Autos wie hier. Das ist ein Riesenplus, finde ich. Also nicht alle. Also du siehst in Amerika. Leider nicht. Aber ich komm mal auf die andere Seite, ja, dann können wir das mal anschauen, das Fahrzeug. Denn das ist eigentlich ein interessantes Fahrzeugkonzept, weil du hast hier bei dem Auto ein Kleinfahrzeug mit 4 Türen und 4 Sitzen. Also genau. Das kenne ich noch vom IQ, den kennst du noch von damals, den kleinen. Den haben sie leider nicht weitergebaut, weil die Stückzahlen, glaube ich, nicht so kamen, wie es irgendwie war. Aber das hier, wie lang ist der ungefähr? Was denkst du? 3,20 Meter sowas? Ja, so in der Kante sind wir. Der Kante. Lederlenkrad, ist das schon sehr edel, oder? Auf jeden Fall. Also von der Ausstattung her hat sich im Vergleich zum Vorgänger wirklich einiges getan. Ne? Ich meine, Sitze haben wir ja auch mit einer veganen Lederalternative hier ausgestattet. Das ist schon, macht schon was her. Abgesteppt, ein Multifunktionslenkrad, die wichtigsten Sachen. Aktiver Spurhalteassistent ist hier drin? Haben wir mit drin, genau. Notbrems? Notbremsassistent ist mit drin. Wir haben natürlich auch den adaptiven Tempomaten? Ganz genau. Okay. Also das, im Grunde gesehen, ja. Das gilt es mal zu erklären, der adaptive Tempomat. Du bist jetzt unterwegs auf der Autobahn, hast natürlich die Automatik hier auch mit drin. Genau. Es gibt keinen Schalter mehr hier? Oder? Schalter gibt es auch noch. Gibt es auch noch. Schalter gibt es auch noch, genau. Ist es hier ein Hybrid oder ist das jetzt ein reiner Verbrenner? Reiner Verbrenner. Genau. Wir haben den Motor im Grunde gesehen aus dem Vorgänger noch mit drin. Der 1 Liter, Dreizylinder, 72 PS haben wir bei den Fahrzeugen. Aber ich sag mal, bei einem Fahrzeug in der Gewichtsklasse reicht das allemal aus. Ne? Ja, schauen wir uns das gleich mal an, also von den Verbrauchswerten. GBL, das hier erinnert mich so ein kleines bisschen so an diese High-End-Fahrzeuge, die es aus Italien damals gab, von Lancia, die kleinen, die wirklich eine tolle Lederausstattung hatten mit allen drum und dran. Du hast zwar einen kleinen Wagen, aber wenn du hier mal reinguckst, erinnert so ein kleines bisschen an Maybach, ja, wenn du hier von der... Ja, aber guck dir da mal an hier, das Display. Da ja, schon, das ist, schon ein Fernseher, ne? Nee, aber... Klimaautomatik mit drin. Selbstverständlich. Automatik, Sitzheizung. Also du hast ein sehr kleines, kompaktes Auto, aber sehr edel. Das ja, kann man schon sagen. Das auf jeden Fall. Es ist halt einfach mal so, es ist ein Fahrzeug, bei dem man diesen Kompromiss nicht eingehen muss. Ich will ein kleines Auto haben, muss aber dafür auf den ganzen Luxus verzichten. So, also das mit halt nicht. Ich kann mir vorstellen, es wird auch oft gerne von Frauen gekauft, oder? Das Fahrzeug. Weil es so kompakt ist. Jetzt sag nichts Falsches, Mike. Ich sag mal, ein vorsichtiges Ja. Okay. Ist sehr beliebt. Ist ein süßes Auto. Ne? Okay. So, das wollte ich nur mal zeigen. Wie groß bist du? Ich bin so 1,74. 1,74. Und du hast jetzt noch viel Platz. Das heißt, hier hinten, da sind die Mitfahrer. Wir gucken uns das Ganze mal von hinten an. Sag mal so lieb, steig mal hinten ein. Aber selbstverständlich. Ich komme mal zu dir und dann zeigst du mir mal so ganz vorsichtig mal, wie man das öffnet. Denn so. Genau, wenn es nochmal schließt, die ganze Optik hier ist jetzt ein bisschen abgesetzt, aber die Türen sind ganz schön pfiffig integriert jetzt, oder? Ja, das auf jeden Fall. Wir haben halt eben diese Zweifarblackierung bei dem Fahrzeug und wie man sieht, mit der Tür, es passt halt einfach perfekt, ne? Sehr stimmig. Ja, steig mal bitte ein. So. Ja, Toyota steht ja für extreme Langlebigkeit. Jetzt hast du vorne am Sitz nichts geändert. Nee. Also das heißt, du könntest auf der Beifahrerseite könntest du den Sitz noch einen Ticken vormachen, sodass du einen echten Vier-Sitzer hier hast, oder? Ja, das ist der. Auf jeden Fall. Also beim Aygo, ich meine, ist ganz klar, da liegt jetzt nicht unbedingt der Fokus auf dem Sitzbereich hinten. Gut, der war aber viel kleiner. Der ist schon gewachsen. Ja, 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 das auf jeden Fall. Aber ich meine, es wird reichen. So, komm mal nach hinten. Ich kenne den Aygo nur viel kleiner. Also der ist deutlich gewachsen, er ist hinten bulliger geworden.
Also mehr Erwachsener, der Aygo, der hatte so eine zeitlose Optik eigentlich, auch der alte Aygo, dass man sich überlegt hat, der kann eigentlich gar nicht alt werden. Wenn du jetzt auf den alten Aygo guckst und hier den hier siehst, dann ist ganz klar, das Ding ist brandneu und bullig und breit, oder? Also ich meine, es geht halt eben, wenn man sich mal auf den Straßen umguckt, absolut in Richtung SUV. Ne? Und auf den Zug sind wir jetzt halt eben auch aufgesprungen mit dem Aygo Cross. Ich bin mal so frei. Ja, gerne. Mach mal auf. Was halt auch noch schön ist im Vergleich zum Vorgänger, wir haben mittlerweile hier einen Metallrahmen. Um die Kofferraumklappe gab es vorher nicht, war vorher nur diese Glasscheibe. Ist halt noch mal wertiger. Ne? Jetzt, wo du es sagst. Das heißt, da war vorher die Glasscheibe drin, du hattest nur die Glasscheibe aufgemacht, hat auch funktioniert. Ja, klar, selbstverständlich. Aber so. Der ist auch größer geworden, der Kofferraum, oder? Ja. Habe ich so vom Feeling her. Wenn du umklappst, darf ich das mal sehen? Selbstverständlich. Das heißt, also viele benutzen das ja gar nicht mit vier Personen, sondern zu zweit. Und wenn du dann doch mal einen großen Einkauf machst, dann kannst du die Hutablage einfach rausnehmen. Genau. Also, ich sag mal, würde einfach gehen, wenn man ein bisschen Fingerspitzengefühl hat. So. Lass dir Zeit, Mike. Zack. Oh, so, zack. Draußen. Und dann haben wir hier halt einfach diese Laschen. Ne? Mhm. Ich meine, das ist 1:1 wie bei den Vorgängern. Und zack. Boah, mega Kofferraum. Also das ist wirklich groß. Ich gehe nochmal kurz von der Seite her. Also ein wirklich gewachsenes. Was mir aufgefallen ist, ist, dass die Spurbreite hinten breiter ist wie vorne. Das heißt, das Ding liegt wahrscheinlich wie ein Brett auf der Straße, oder? Das ist, bist du mal gefahren, bitte? Ja, schon ein paar Mal. Und der geht mit der Leistung? Ja, also es ist jetzt kein Rennwagen. Ne? Mhm. Ich meine, mit dem schönen Weißen da drüben ist er natürlich nicht zu vergleichen, aber... Was interessant ist, das CVT-Getriebe, ja, das gibt diesem Auto so einen richtigen Wumms. Also wenn du das mit einem normalen Getriebe fährst, weil es fährt sich wie ein Roller, sage ich jetzt mal. Du hast keine Schaltvorgänge. Das ist sehr interessant. Das Ding kommt von unten raus wahnsinnig. Also gerade im Stadtverkehr mit den 70 PS, du glaubst nicht, dass er nur 70 PS hat. Man muss ihn Probe fahren. Also das auf jeden Fall. Ich bin jetzt gerade CVT gefahren mit dem alten IQ. Also ich habe mir ein IQ gekauft, weil ich ein extrem kleines Fahrzeug für ein Wohnmobil brauchte. Und bin in CVT rein, drück auf die Automatik. Also wer das noch nie gefahren ist, das kann man nicht vergleichen mit einem Doppelkupplungsgetriebe. Ja. Das Ding geht. Also das ist... So, wir gucken mal ganz kurz auf den Verbrauch. 4,5 Liter, das ist absolut realistisch. Das heißt, du kannst die Autos durchaus unter 5 Liter fahren, oder? Jo. Ja. Also wenn man einen leichten Fuß hat, dann kriegt man das auf jeden Fall hin. So, kurzes Update. Auch hier vorne natürlich LED-Scheinwerfer hier drin. Und der Aygo X als Fünftürer. Gibt es ja noch drei Türer? Nee. Bei drei Türern, nee. Gibt es noch Schalter überhaupt? Oder ja, gibt's noch Schalter gibt es noch. Ne? Ist auch nach wie vor sehr gefragt. So, und hier natürlich in der schönen Ausstattung mit GBL, mit allen drum und dran als Neuwagen. Wir sind bei Toyota Klein in Saarlouis und zusammen mit Mike haben wir ihn erkundet, der neue Aygo X. Tschüss, danke Mike.